Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier bei mir auf dem Kanal. Ich heiße euch recht herzlich willkommen in unserem Projekt Big Farm hier auf der wunderschönen Map Neubadelzagen. Und ihr seht es, warum das Ganze hier Big Farm heißt. Wir sind hier im Hintergrund, seht ihr nämlich den Klaas mit drei Dreschern unterwegs. Wir haben hier einen Auftrag entgegengenommen. Wir werden dieses Rapsfeld mit gemieteten Fahrzeugen und auch unserem eigenen Fuhrpark hier abernten. Das ist Feld Nummer 6 und der Kollege ist jetzt hier am Ende angekommen und dann müssen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen rausnehmen, weil sonst wird es nämlich zu einer Kollision kommen, denn so gut funktionieren ja hier die Helfer auf der PlayStation leider nicht. Aber da vorne haben wir noch einen kleinen Zipfel, den nehmen wir noch mit. So, Dille. Ja, wir haben hier schon ganz schön ein bisschen was abgearbeitet. Also da hinten ist jetzt schon alles abgearbeitet. Da steht auch der Sattelschlepper sozusagen als Reserve, weil mit dem Sattelschlepper, das funktioniert nicht ganz so gut, muss man sagen, bei der Ölmühle. Und deswegen werden wir uns hauptsächlich natürlich auf die Helfer konzentrieren, die eben unser Fendt und unser JBZ sind, also auf diese Abfahrer. So, der Fendt müsste eigentlich gleich kommen. Ups. So. Dann bringen wir jetzt den wieder an den Start. Der Fendt müsste, glaube ich, ja, da ist er unterwegs. Da kommt er gerade. Und das letzte Mal war ich auch ein bisschen irritiert, als der JCB an der Kreuzung rechts abgebogen ist. Ist natürlich klar. Dann ist mir auch wieder eingefallen, dass hier an dem Feldrand ja beziehungsweise hier Feldwege sind. Hier an diesem Maisfeld vorbei. Und ist natürlich klar, dann fährt er hier lang. So, also der Fendt hat Material abgeliefert an der Ölmühle und ist jetzt schon wieder auf dem Weg zurück. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen wieder aufpassen. Wie sieht es denn aus? 44%. Und was hat unser Klaas? Der ist bei 29. Ja, ich glaube, den übernehmen wir jetzt mal kurz hier. Und den bringen wir dann da drüben an den Start, weil das wird jetzt ein bisschen heikel mit den Zweien, die da kommen. Das wird etwas heikel und knapp. So, da hinten kommt unser Fendt. So, der soll hier doch noch ein bisschen abfahren. Preschen, meine ich. So. Zack. Bisschen zurücksetzen. Und dann soll er hier mal langfahren. Ja, okay, das passt schon. Der wird schon seinen Weg machen. 33%, da hat er noch ein bisschen Luft. Und wir schauen mal. Okay, wir müssen den hier natürlich jetzt wieder übernehmen. 57, dann können wir den auch mal schnell abtanken. Weil hier im JCB haben wir schon Material drin. Und dann können wir den vielleicht auch schon wieder losschicken zum Entladen, weil der Fendt ist ja da und dann können wir mit dem weiter entladen. Wie gesagt, der Sattelschlepper da hinten, der dient so als Zwischenposition sozusagen zum Zwischenlagern, denn den jedes Mal hinzuschicken zur Ölmühle, das wird nicht funktionieren. Der bleibt dann auch überall hängen. Wir müssen auch bei dem Fendt ein bisschen aufpassen. Der JCB ist da wesentlich mit seiner Allradlenkung, ja, geschmeidiger, will ich mal formulieren. Der kommt da besser um die Kurven, weil er schlägt besser ein oder schlägt früher ein als der Fendt. Und dann nimmt er halt gerade noch so die Kurven, die eben der Fendt ab und zu nicht nimmt. Naja, okay. Die Wegfindung ist jetzt nicht überall perfekt hier auf der PlayStation. Aber wir lassen hier schön unsere Drescher arbeiten. Unsere 2X9 mit 13,70 Meter Schneidbreite. Mit dem großen Schneidwerk. So, da vorne der Klaas. Okay, mal schauen, ob ich den mal übernehme. Ja, das soll einfach mal ein bisschen hier arbeiten, ein bisschen was abarbeiten, ist auch nicht verkehrt. Wobei, geht schon. So, 58. Ja, da sind sie unterwegs, die Kollegen. Sehr schön, sehr schön. Und der JCB... Den könnten wir eigentlich nehmen zum Abtanken vom Klaas vielleicht. So, da ist irgendeiner gleich voll. Und dann haben wir noch da drüben den Teil des Feldes. Und das werden wir auch noch schaffen. Aber das geht, wie gesagt, mit drei Dreschern auch sehr, sehr zügig. Können wir uns nicht beklagen. Das funktioniert gut.
So. Jetzt überlege ich gerade, wie machen wir das am geschicktesten? Er wird nochmal wenden. Oh, jetzt müssen wir da vorne aber eingreifen. Zumal er hier eh abgetankt werden muss. Wo steht denn der Fendt? Ah ja. Okay. So. Ja, das ist schon eine coole Sache, wenn man hier ein bisschen jonglieren muss mit drei Dreschern. Dass auch jeder was zu tun hat. Gut. So, wo ist der Klaas? Nee, da machen wir Folgendes. Der soll dann dieses Teil hier noch abernten. So. Okay, und dann können wir ihn ja gleich mal losschicken. So, den Klaas erst nochmal anhalten, weil wir machen jetzt... Wir wollen nicht durch die Frucht fahren. Und dann können wir nämlich den JCB losschicken. So, zack. So, ich habe jetzt auch die Uhrzeit wieder ein bisschen auf flotter gestellt, auf Normalzeit. Jetzt haben wir also wieder ganz normal im Minutentakt. 10.21 Uhr, also das heißt, wir werden vermutlich heute noch vor der Mittagspause das Feld hier fertig kriegen. So, er ist voll. Dann packen wir den mal schnell hier auf die Straße und schicken den zur Ölmühle. So, das wird ja hoffentlich klappen. So, Job erstellen. Es ist ja eigentlich schon eingestellt. Und ab die Post. Jo, er fährt. Und ihn können wir hier weiterlaufen lassen. So, dann. So, mittlerweile ist ja drüben der Johnny schon ein Stück weiter. Naja, ich bin gerade am Überlegen, wir können eigentlich mit dem Johnny schon auf das andere Feld da drüben gehen und da schon loslegen. Weil der wird jetzt den Teil hier noch alleine schaffen, die zwei. So. Unten habe ich auch schon ein kleines Vorgewende gefahren. Also im Prinzip sind jetzt überall einmal Vorgewende. Dann müsste das ja klappen und er mir hoffentlich nicht ins Wasser fahren. Weil da unten hat es ja einen kleinen Bach. So, und ab die Post. Ja, der Kollege hat Spaß, das sieht man. Läuft bestimmt auch gute Mucke im Radio. Ja, ist doch geschmeidig. Bei so schönem Wetter ein bisschen mit dem Drescher unterwegs. Sehr schön, sehr schön. So, und er hier, Assistent rausnehmen. Und dann schauen wir mal. Ja, ich denke, da oben werden wir ein bisschen manuell nachbearbeiten müssen. So. 57, okay. Dann werden wir uns mal um den Klaas hier kümmern. Und einmal hier ums Feld rumfahren. So, ich übernehme. Zack. Und dann hier einmal um die Insel rum. Yep. Ja, das wird es dann auch sein für diesen Monat, für den August, weil wir müssen noch ein bisschen warten, bis unsere Ballen soweit fertig sind, dass es Silageballen sind, die wir dann in die BGA werfen. Im Moment arbeitet die BGA mit dem Material aus dem Fermentersilo, aber da ist ja auch nicht mehr so viel. Und wenn wir das Feld eben hier abgearbeitet haben, ja, dann denke ich, steigen wir gleich ein in den nächsten Monat und dann müssten wir nämlich noch ein eigenes Feld. So, 69% sind von dem Feld hier jetzt abtransportiert. Dann müssten wir eigentlich unser Maisfeld und unser Sonnenblumenfeld müssten wir dann eigentlich ernten können. Und dann steigen wir auch wieder voll hier ein in die Feldarbeit bei unseren Feldern. Und Gras wird es mit Sicherheit dann auch schon wieder geben zum Mähen. Jo. So. Jetzt müssen wir gerade mal kurz überlegen. Die
Kante können wir ja noch schnell wegfahren. Und ja, dann fahren wir die andere Seite. Okay. Beziehungsweise mal schauen, was hier der Johnny macht. 85. Kommt er da noch einmal zurück? Nee, glaube ich nicht. Das heißt, wenn wir den jetzt einfach hier oben rumsetzen, dann können wir von der anderen Seite abtanken. Und dann lassen wir den Klaas hier das letzte Stück noch ein bisschen abfahren. So sieht der Plan aus. Okay. Wenn ich richtig gesehen habe, kommt da hinten der Fan schon wieder. Jep, das geht ja wie's Blütje backe. Und ab die Post. Wir haben irgendwo noch den JC. Ne, der JCB ist da am Kommen. Hier steht ja der Fendt. Ups. Okay. So, der Motor war ja schon an. Na, wo ist er? Da ist er. Da quält er sich irgendwo jetzt aufs Feld. Sehr schön. So, dann wollen wir mal hier den Johnny abtanken. Ah ja, ist schon bei 99. Sehr gut, dann wird er jetzt gleich auch anhalten. Na, oh ja, okay. Ein bisschen, jetzt gibt das ins Führerhaus. Nein, so, hier passt's, okay. Und den Klaas, den schicken wir jetzt hier auch wieder auf die Reise. Dann darf der nämlich hier gerne den Rest machen. Und der Johnny hilft dann da drüben auf dem anderen Feld. Müssen wir gerade mal gucken. Okay. 65. Okay, wo ist denn jetzt wieder unser JCB? Dann soll der den da unten nämlich abtanken. Jo, wie gesagt, mit drei Dreschern und das alles manuell ohne Cosplay. Oder, ja, wie diese schönen Tools alle heißen, diese Mods, die es auf dem PC gibt. Da hat man dann schon alle Hände voll zu tun. So. Jetzt muss ich gerade noch mal überlegen, was der andere Johnny macht. Ja, weil der ist nämlich jetzt hier am Ende angekommen. Und dann sollten wir hier mit dem hier runterfahren. Dann macht der Klaas hier den Rest. So, Lohndienstleistung 78%. Okay, jetzt müssen wir aber uns erstmal wieder mit dem JCB um diesen John Deere kümmern, weil der ist nämlich jetzt gleich am Ende des Feldes und das Rohr, das Abtankrohr ist ja auf der linken Seite. So, und dann geht er nämlich jetzt hier in Parkposition. Sehr schön. Und er hat 74, dann können wir damit eigentlich schon mal anfangen, den Klaas abzutanken. Und wenn der durch ist mit der Seite, können wir den Fendt auch schon wieder losschicken. Kann das sein, dass der auch... das hat, glaube ich, auch gerade gepasst, oder? Vom Timing. Sah so aus, als wenn der auch schon voll gewesen wäre. So, da hinten fährt auch der Johnny schon wieder weiter. ...99 und voll. Okay, mal schauen, wenn wir den jetzt losschicken, ob der nicht wieder irgendwo hängen bleibt.
Augenblick. So, Job erstellen und ab die Post. Gut. So, wo will er auf die Straße? Da, wo die Bäume sind, natürlich, ist klar. So, jetzt links einschlagen. Okay. Okay, damit kann ich leben. So, den werden wir jetzt auch hier auf die rechte Seite bringen, runterfahren lassen. Und mit dem anderen Johnny machen wir dann einfach unten nochmal ein bisschen Vorgewende, wenn der unten angekommen ist. So. Und mit dem Glas, da müssen wir mal schauen. Da haben wir, glaube ich, hier noch ein bisschen Restarbeiten. Ansonsten 11%. Ja, Wunderbärchen. Ja, wir wollen ja hier nichts verschwenden und nichts verkommen lassen. Denn am Ende bringt uns das ja auch alles noch ein bisschen Geld. Das Material, das mehr als notwendig eingesammelt wird, geht ja dann auf unser Konto. Der Verkauf. So, mal schauen, ob wir hier die lange Seite mit dem Glas machen können. Jo. Ja, das sollte so passen. Dann schicken wir dich hier lang. So, was sagt denn er? Er ist gleich unten und dann machen wir da unten nämlich noch ein bisschen Vorgewende. Sehr schön, sehr schön. Und ich würde an der Stelle sagen, machen wir einen kurzen Zeitraffer, dass wir auf jeden Fall zusammen noch das Ende dieser Aktion, dieser Ernteaktion sehen. Also, wir sehen uns gleich wieder, wenn die Drescher fertig gearbeitet haben. Bis gleich. We'll be right back.
So, da sind wir wieder mit unserem Dreschen und der Klaas wird jetzt hier nochmal abgetankt. Der JCB ist ja mittlerweile unterwegs. So, und jetzt braucht das Ganze doch ein kleines bisschen noch länger, als ich dachte. Aber wir werden jetzt gleich hier, da ist er, der JCB, da werden wir jetzt hier den Kollegen, nämlich hier drüben nochmal fahren lassen und auch nochmal abtanken zur Sicherheit. Und zwar mit unserem Truck. So. Sehr gut. Und während hier der Gute hier abtankt und wir dann anschließend den Klaas noch das kleine Stück da drüben machen lassen, möchte ich mich jetzt schon mal an der Stelle recht herzlich bei euch bedanken. Wir werden doch das Ende dieser Ernteaktion, dieses Auftrages in der nächsten Folge hier sehen, bei mir auf dem Kanal. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und für eure Aufmerksamkeit und sage wie immer Tschüss, Ciao, Cheerio, bis zum nächsten Mal hier bei mir auf dem Kanal. Und hier sind die Bilder des JCB, wie er gerade bei der Ölmühle ankommt. Das zeige ich euch noch ein bisschen. Und dann, wie gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Video zur großen, großen Abrechnung mit unserem Auftrag auf Feld Nummer 6, dem Ernteauftrag, wo wir das Raps weggebracht haben. Hier laden wir es ab bei der Ölmühle. Und dann schauen wir mal, was wir am Ende hier wirklich Cash im Geldbeutel haben und wie es dann in den nächsten Monat geht. Wie gesagt, ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch immer alles Gute. Bis zum nächsten Mal bei mir hier auf dem Kanal. Ich sage Tschüss, Ciao, Cheerio, euer Baden-Farmer.